Hallo. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir das Rassler-Interface an den Radioadapter anlöten. Dazu habe ich schon mal vorbereitet. Wir haben da liegen den Adapter, hier in dem Fall gerade mal mit Rundpin vom X-Trons, das Rassler-Interface, das Kabel zum Rassler-Interface, was zum Abisolieren, Abschneiden, Isolieren und natürlich Isolierschlauch darf nicht fehlen. Feuerzeug wäre noch ganz sinnvoll. Lötstation und manchmal so eine dritte Hand ganz hilfreich. Deswegen habe ich die mal dazugestellt und ich fange einfach mal an. Zuerst schneide ich immer den Stecker mit den nur vier Kabeln drin ab, weil den brauchen wir sowieso nicht. Und mache danach die Isolierung ein bisschen frei. Damit wir hier ein bisschen schöner rankommen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Kabel nicht verletzen. So, das soll mir schon genügen. Hier sehen wir jetzt die Kabelfarben. Wir haben Rot, das ist Zündung, brauchen wir nicht. Wir haben Grün, das ist der Bus, den brauchen wir. Schwarz für die Masse und Gelb für Dauerbus. Das Ganze würden wir jetzt relativ kurz abisolieren. Soweit bereit. Und dazu nehmen wir uns natürlich noch das Kabel vom Rassler-Interface. Wie wir wissen, brauchen wir hier den Grün nicht, sondern nur Rot für Plus, Braun für die Masse und Weiß für den Bus. Ich isoliere es genauso kurz mit ab. Das war eventuell etwas zu kurz. Den letzten. Dann fädle ich hier schon mal auf. Das war die falsche Reihenfolge, habt ihr schon gemerkt. Ich fange natürlich mit dem großen an. Und dann hinterher die Schrumpfschläuche schon mal für die entsprechenden Lötstellen. Zusammenlegen, also die einzelnen Adern. Und dann würden wir anfangen, das Ganze ein bisschen zu verzinnen schon mal. Dann lötet sich das leichter. Dazu spanne ich das schon mal rein. Das Ganze machen wir natürlich auch nochmal. Wunderbar. So, Schrumpfschlauch ist schon drauf. Das heißt, wir könnten auch direkt loslegen, aber ich mache halt lieber mal die Hosen hier rein. Macht sich ein bisschen besser. Und dann fangen wir nochmal an mit der Zuordnung. Wir haben jetzt zuerst liegen die Masse. Also kommen wir natürlich hin drauf. Dann haben wir Grün, den brauchen wir nicht. Wir haben Rot für Dauerplus, dann kommt dann den Gelben. Und mach den Weißen und den Grün. Und dann hätten wir das schon geschafft soweit. Dann wollen wir natürlich die Zündung hier isolieren, damit uns so nichts passiert. Also einfach mal Schrumpfschlauch drauf. Machen wir ein bisschen warm. Zusammendrücken, dann ist er zu.
und dann schieben wir alle zusammen in den großen. Ich würde gerne noch einen Rock nehmen können. Aber das soll mir reichen. Dann hätten wir das schon soweit fertig. Dann nehme ich ganz gerne noch das Textilklebeband, einfach um das ein bisschen schöner zu machen. Zentimeter nochmal. Man kann es auch komplett umwickeln, wenn man das lieber mag. Wäre jetzt ein bisschen schade um das Klebeband. So, wunderbar. Das schon dran. Ressler Interface dran stecken. Zack. Und dann kannst du damit jetzt auch ins Auto gehen und oder ans Radio. Und weiter geht's mit der App. Euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.